Ich war echt verblüfft, dass RTV was zustande bringt, was das zwangsfinanzierte ORF trotz Pflicht laut eigenem ORF-Verhaltenskodex nicht kann oder nicht machen will. Ja. Wolfgang Wodak, einer der größten Koryphäen in seinem medizinischen Wissensbereich, war bei RTV zu Gast. Ein Teil davon und extrem wichtige Zusatzinfos gibt's jetzt. Ah ja, gleich zum Anfang. Wer dieses Video auf TikTok anschaut, bitte abonniert mich besser auf YouTube unter Schnippes Agathom. Die löschen nämlich nicht gleich jedes Video und jeden Account. Die Vorstellung kann ich mir zum Glück sparen, weil Wolfgang Wodak bei RTV selbst aufgezählt hat, was er schon alles gemacht hat. Ich denke, dass ich in meiner Position, die ich habe, als dreifacher Facharzt, das heißt Spezialist für dieses Thema, ich bin Arzt für Hygiene, ich bin Internist und Pneumologe, also für Lungenerkrankungen, und ich bin Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und habe eine Gesundheitsbehörde geleitet, die sich um Seuchen und den Schutz vor Seuchen kümmert. Das ist mein Beruf, mein ganzes Leben lang. Und von Fach her brauche ich also überhaupt keine Angst zu haben. Ich habe Epidemiologie studiert und bin da ausgebildet. Das sind alles Dinge, die habe ich als Handwerkzeuge immer benutzt. Und das, was ich da jetzt erlebt habe, das ist, hatte nichts mit Wissenschaft zu tun. Die Wissenschaftler beim Robert-Koch-Institut waren prima Leute. Und dann, habe ich mir immer die Statistiken angesehen und da sah man dann immer, ja, die haben ihre Ergebnisse abgeliefert. Da war ja nichts zu sehen im Frühjahr 2020 von irgendeiner Pandemie, von einem besonderen Ereignis. Das haben die ja auch gesagt, wie das jetzt rausgekommen ist bei den Protokollen. Also ich war immer einer Meinung mit den Wissenschaftlern des Robert-Koch-Instituts. Und dann kam da plötzlich so einer, der sagte, dass man dem nicht widersprechen darf und dass das ganz gefährlich sei. Diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Ja, die müssen also der Standard sein. Die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Erstmal darf ein Wissenschaftler so nie sagen, dass dem darf man nicht widersprechen. Ein Wissenschaftler, der die Wissenschaft lebt vom Zweifel, dass man Dinge anzweifelt. Richtig, und das hat Wolfgang Wodak 2009 bei der Schweinegrippe auch schon gemacht. Wäre er nicht gewesen, wäre das wohl auch eine Pandemie geworden. Man hat damals schon ca. 60 Millionen Impfdosen bestellt, aber zum Glück sind nur, unter Anführungszeichen, 4 Millionen verimpft worden. 5 verschiedene Impfstoffe hat es gegeben und jeder dieser 5 hat seine Zulassung schon lang verloren. Diese Person ist äußerst wichtig, um die ganze Geschichte zu verstehen. Schließlich ist er der Mann, der schon einmal verhindert hat, dass eine Pandemie ausgerufen wird. There was no serious pandemic, because there was just the normal, very mild flu going on in Australia and in Europe. So we could even follow it around the world. Nothing extraordinary. But the WHO succeeded to have this pandemic, because they just changed the definition of a pandemic. Im Mai 2009 hat die WHO die Definition einer Pandemie geändert. Sie ist jetzt nicht mehr abhängig von der Letalität des Virus, also der Anzahl der Todesfälle, sondern nur noch davon, ob sie in mehreren Ländern vorkommt. Und so ist es natürlich viel einfacher als vorher, eine globale Pandemie auszurufen. Das Regime ist immer noch an der Macht und ja, es könnte ja jeden nach wie vor treffen. Mittlerweile wissen wir, dass sogar Soldaten oder Unteroffiziere in Deutschland nach wie vor eingesperrt werden, weil sie sich nicht impfen lassen. Man versucht, Menschen einzuschüchtern. Und wenn diese Menschen sich nicht einschüchtern lassen, dann ist das wieder gefährlich für die, die einschüchtern wollen, weil es dann Vorbilder sind. Vorbilder für andere, sich auch nicht einschüchtern zu lassen. Ja, mit dem E-Impfpass werden in Zukunft solche Sanktionierungen noch leichter und vor allem noch schneller von der Hand gehen. Geil, oder? Und so kann man den Menschen Angst machen. Man kann ihnen sagen, oh, du hast ein Gen, du neigst zu irgendeiner chronischen Erkrankung, aber wir haben da was für dich. Und dann kann man gesunden Menschen Angst machen und gesunden Menschen Arzneimittel verkaufen. Davon lebt die gesamte Impfindustrie. So. Und genau dazu habe ich jetzt etwas, was jeder von euch selber nachkontrollieren und nachlesen sollte. Es klingt unglaublich, ich weiß, aber es gibt ja das bekannte Ärzteblatt.de. Besten Dank, lieber Helmut, an dieser Stelle. Du hast mich schon vor langer Zeit zugeschickt und jetzt kommt es zum Einsatz. Und zwar im Jahre 2002 bei Punkt 11, Ärzteblatt.de, gibt es Folgendes zu lesen. Ich zitiere: Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein. Also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um gesund leben zu können. Schon haben wir, oder? Aber es wird noch besser. Und wie gesagt, wir reden ja nicht vom Rennbahn-Express oder von der Bravo mit Dr. Sommer, gell? Das ist ärzteblatt.de. Das gelingt im Bereich der körperlichen Erkrankungen schon recht gut. Im Bereich der psychischen Störungen aber noch besser. Zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, nach denen fast alle Menschen nicht gesund sind. Tjo. Also das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranken. In Kranke sein, ne? Ja.
Aber weiter im Kontext. Während der Pandemie, ja, hat man uns ja alle ziemlich eingeschränkt. Bezüglich Freiheit und Menschenrechte haben wir alle ziemliche Abstriche machen dürfen. Naja, manche haben von Abstrichen ja ganz gut gelebt und profitiert. China hat da sehr profitiert bei den Abstrichen, die gemacht werden wurden in den Nasen der Menschen oder im Rachen. Da hat China am allermeisten profitiert. Die haben überall in viele Länder haben die Container gestellt und haben dort das angeboten, dass man es dann für diese Länder macht. Und die haben die ganze Zeit haben die genetische Daten sequenziert, haben es benutzt, das Material, um eine riesige Datenbank zu füttern mit dem menschlichen Genom all dieser Menschen, die dort dann getestet worden sind. Und das sagen sie ganz offen. Wenn die sagen, damit kann man forschen mit den Daten, ja, kann man. Marktforschung kann man machen, aber keine gesundheitliche Forschung. Um damit erneut Milliarden zu scheffeln, ja, zu Lasten der Gesundheit der Weltbevölkerung. Und wie es zurzeit ausschaut, wollen die das nochmal probieren. Überall wird mittlerweile mit angepassten Impfstoffen geworben. Jetzt drohen die Mainstream-Medien und die diversen Politiker uns schon wieder im Herbst mit möglichen Maßnahmen. Es soll wieder Maske getragen werden. Auch die Impfung steht wieder bereit, ja, oder parat, ja. Was sagen Sie dazu? Gerade auch mit Hinblick, Sie haben es eingangs schon erwähnt, auf die freigeklagten RKI-Files. Man versucht die alten Tricks nochmal. Ja, aber funktioniert das? Nee. Die Menschen werden das nicht mehr glauben. Es gibt nur wenige, die immer noch in der Angst leben. Es gab ja die ganze Zeit Leute, die sind immer nur mit Maske zum Einkaufen gegangen. Die taten mir immer sehr leid. Denn die Masken, die haben ja, da wächst der Pilz dahinter und da kriegt man Pilzpneumonien, wenn man nicht aufpasst. Und also ich glaube, dass dieser Marketing-Trick mit dem Angstmachen vor Viren, dass der ja ausgelatscht ist, wie man bei uns sagt. Ja, ich hoffe mal, denn laut verschiedenen Umfragen und auch beim Magazin Standard werden immer noch ca. 40% freiwillig bereit, sich sogar gegen Covid impfen zu lassen. Was wäre wohl passiert, wenn man diese Covid-Impfung als das präsentiert hätte, was es wirklich ist? Hätte man, wenn man vor 5 Jahren die Menschen gefragt hätte, wollt ihr euch gentechnisch gegen die Grippe verändern lassen? Die hätten ja alle gesagt, bist ja verrückt. Aber das hat man gemacht. Das hat man gemacht jetzt. Tja, und nicht einmal bei Kindern schrecken die zurück. Eine französische Studie hat gesagt, dass es von 2022 bis 2023 eine wortwörtlich steht, unwahrscheinlich hohe Sterberate bei Neugeborenen gegeben hat, die gegen RSV-Viren geimpft worden sind. Und was passiert? Genau, 1 Jahr später empfiehlt das deutsche Ärzteblatt ja genau die gleiche Kacke auch für deutsche Kinder. Das heißt, da werden Kinder mit einer hochriskanten Therapie werden geschützt vor einer Virusinfektion, die Zweijährige fast zu 100% schon so durchgemacht haben, ohne dass man irgendetwas merkt. Und die Studien, die da gemacht worden sind, natürlich Studien, die gesponsert wurden von den Firmen, die das anbieten. Das ist also etwas, was mich unheimlich traurig macht, dass man so in das Immunsystem dieser ganz, ganz kleinen Kinder schon eingreift. Und überhaupt der Impfplan, wenn Sie den sehen, was die STIKO so empfiehlt und was sie in den USA empfohlen wird, ist ja noch schlimmer. Ich war Amtsarzt. Ich war 13 Jahre Leiter eines Gesundheitsamtes. Gesundheitsämter machen Impfaktionen, die gehen in die Schulen und in die Kindergärten und sagen, dass die sich impfen lassen. Das habe ich auch gemacht. Ich bin damals als Mediziner so erzogen worden, dass das was Gutes sei. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, was dahinter steckt. Es hat gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die Infektionskrankheiten, die Risiken führen von Infektionskrankheiten, die alle Kinder durchmachen, normalerweise, dass die seit den 60er Jahren in unseren Ländern, denen es relativ gut geht, keine Rolle mehr spielen. Das sind extrem wenige schwere Komplikationen. Und da hat man erst angefangen mit diesem Geschäft mit den Impfungen bei Kindern. Ja, aber solche Impfungen kann man ja nicht einmal oder zweimal machen. Also ist nicht so lukrativ. Wie könnte man das Ganze noch so ändern, damit es ein bisschen lukrativer wird? Wir müssen was haben, wo wir jedes Jahr spritzen können. Da hat man die Grippeimpfung erfunden. Und nur gegen Influenza, angesichts weit über 100 verschiedener Erreger, die die gleichen Symptome machen, dann da hatte man so einen Impfstoff und dann hat man Influenza beobachtet. Das ging alles immer über Influenza. Und das ist etwas, was als Geschäftsidee weiterentwickelt wurde. Und jetzt hat man noch andere kam. Jetzt hat man RSV, dann hat man Corona natürlich als Superhit mit besonders viel Angst. Das ist Sachen, die versuchen, die auszuweiten. Und wenn ich diese 50 jetzt verschiedenen mRNA-Therapien gegen angebliche Gefahren von Viren, wenn ich das sehe, dann wird mir ganz schlecht. Die haben offenbar ein großes Vertrauen darin, dass die Bevölkerung sich weiter Angst machen lässt. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so ähnlich, wenn zu häufig falscher Alarm gegeben wurde, dann hört man nicht mehr hin nachher. Dann glaubt man das nicht mehr. Und dieser Effekt, auf den hoffe ich. Ja, auf diesen Effekt hoffe ich auch schon seit langem, seit über 3 Jahren mittlerweile. Ich habe schon so viele Videos gemacht auf meinem Kanal. Alles untermauert mit Quellen. Also auch jetzt auch wieder alles, was ich sage, unten verlinkt in der Quellenangabe auf YouTube. Naja, aber nichts passiert.
Die Bürger könnten ja gemeinsam selbst etwas dagegen unternehmen. Dafür sind die meisten aber wahrscheinlich allerdings entweder zu faul oder ja, nicht mutig genug, ich sag's mal so. Was sollen jetzt aufgewachte Menschen tun? Sie sollen sich weigern. Es ist schlecht, sich allein zu weigern. Muss man sich organisieren. Das heißt, dieser Widerstand, der damals vor Jahren auf der Straße saß, soll sich wieder formieren. Wenn sich in einer S-Bahn, wo die morgens die Leute alle zur Arbeit fahren, wenn sie damals, als sie die Leute alle die Maske trugen, dann, wenn 10% aus dem S-Bahn-Waggon keine Maske tragen, dann weiß der Schaffner schon nicht mehr, was er machen soll. Hierzu gibt's dann doch eine Option. Merkt sich bitte schon mal den Forschungs- und Wissenschaftsverein Mensch und Versorgung. Mein wahrscheinlich nächster Beitrag wird für Menschen, die sowas nicht mehr mitmachen wollen, ja? Also die was eine gesetzlich anerkannte Immunität gegen Maskenpflicht, Testpflicht, Impfpflicht und sogar Lockdowns haben wollen. Sehr wichtig. Also gleich mal vorab merken bitte. Journalisten haben die Aufgabe, uns die Informationen zu geben, die wir brauchen, um uns irgendwie zu entscheiden. Und es darf nicht sein, dass die alle dasselbe sagen, weil sie irgendwie beeinflusst werden von irgendjemand, der Macht hat oder der Geld hat, was das Gleiche ist. Richtig. Es ist pervers, dass genau die zwangsfinanzierten Leitmedien auf alle Pflichten einfach einen großen Haufen gemacht haben. Und beim größten medizinischen Skandal der Menschheitsgeschichte mitgemacht haben. Und immer noch tun, muss man sagen. Man verschweigte immer noch alles. Offiziell, amtlich und sogar gerichtlich anerkannte Beweise wie RKI-Protokolle, die Pfizer-Verträge oder der Pfizer-Vertrag, die vorliegenden Aussagen der EMA, der European Medicines Agency, also der Europäischen Arzneimittelzulassung. Es ist wurscht. Jeder Einzelne kann von euch auch Beweise sogar selber über die DESTATIS, die Deutsche Statistische Bundesseite, googeln. Am einfachsten öffentlich zugänglich. Also hier könnt ihr zum Beispiel auch die durchschnittliche Auslastung im Jahr 2020 googeln. Es ist eine staatliche, frei zugängliche Website. Aber anscheinend interessiert es ja noch immer zu wenige. Aber ich, als Proband einer Forschungsstudie, beim Verein Mensch und Versorgung, muss man wenigstens bei wiederkehrenden Maßnahmen keine Sorgen mehr machen. Denn mir können die ganze Ole mehr kräftig am A-